Hey Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Oder eigentlich einen. Ah, fangen wir nochmal vorne an. Herzlich willkommen zu den Racing-Wochen bei Els. So, jetzt ist es raus. Ich werde hier Randspiele spielen in der nächsten Zeit. Wir haben ja öfter schon so Trash-Wochen gehabt mit Thema. Einmal die Ninja-Wochen, die Zombie-Wochen. Hat man noch irgendwas? Habe ich was vergessen? Und wir spielen heute Extreme Express World Grand Prix. Ja, wenn dann richtig, ne? Ich habe in dieser Kategorie Elz-Wochen halt noch einiges im Petto, noch einiges geplant. Aber jetzt kommen erstmal Rennspiele. Und da kommen Rennspiele, die sind was Besonderes. Wir gehen mal in den GP-Modus. Ich habe schon ein bisschen was gespielt. Ihr verpasst dadurch nichts. Absolut nicht. Ich bin froh, dass man hier nicht so richtig sehen kann, was das für ein Spiel bis jetzt ist. So. Ja, wir fahren in Deutschland tatsächlich. Ja. Ein Rennen. Mal schon durch. Okay, wir nehmen Coastline, also Küstenlinie. Na, ist ein bisschen komische Strecke, ne? Für ein Rennspiel. Na, wartet mal, euch fallen die Augen gleich raus. Wir fahren nämlich hier mit besonderen Fahrzeugen. Ja, auf den Ladebildschirmen kann man schon sehen. Züge. Kein Witz. Es sind Züge. Ja, scheiße, ich habe einen Fehlstart hingelegt. Ist aber nicht so schlimm. Immer eine kleine Strafzeit. Der Waffel. Ja, es ist ein Zugrennspiel. Ihr braucht ja eigentlich nichts machen, als wie wenn solche Anzeigen sind. Einfach mal hier die L- und R-Tasten jeweils in die mögliche Richtung drücken. Und den Analogstick nach vorne prügeln. Damit wir hier Fahrt gewinnen. Wir können auch mit dem linken Analogstick ein bisschen die Balance verbessern in der Kurve. Und das war's im Prinzip schon. Eine Bremse gibt es noch. Die kommt aber immer erst zum Schluss des Rennens wirklich zum Tragen. Ja! Haben wir einen kleiner weggezimmert. Und gibt es hier eine Außenansicht? Ja, das ist der deutsche Zug. Es gibt so ziemlich von allen Ländern auf der Welt gibt es tatsächlich Zugmodelle. Das muss allerdings irgendwie so die Straßenbahn von Gorleben sein. Der Ding sieht ein bisschen verstrahlt aus. Da muss man wirklich ein bisschen die Geschwindigkeit runterregeln, sonst fliegt man sowas von aus der Schiene raus. Ach, ist das nicht ehrlich gehört, Leute. Ich mache danach noch ein Free Race, damit ich euch zeigen kann. Das war jetzt knapp. Damit ich euch zeigen kann, wie viele Züge es eigentlich gibt. Also, es gibt einen Arsch voll Züge. Viel. Bisschen runter, sonst machen wir Derail. Das heißt, wir kommen von der Strecke ab. Wir sind mindestens 10 Sekunden sehr langsam unterwegs. Ach, ist das ehrlich bescheuert. Das ist ein Spiel für Elf. Ich habe das schon für 1000 Jahre. Ich habe mir das irgendwie. Da war ein UFO. Ich habe das irgendwie mal auf dem Wühltisch schon damals für ein Appel und ein Ei bekommen, irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro oder sowas gebraucht. Videospielladen gekauft in so einem kleinen. Das war wahrscheinlich bei Erscheinen schon nicht teuer, aber das ist hier. Braucht man nicht weiter drüber reden, ne? Aber von außen, er ist so schön. Er ist so schön lila. Heieieiei. Aufnahme läuft. Und das macht einfach durch diese obskure Idee tatsächlich so viel Spaß. Übrigens, wenn ihr sinnvolle Rennspiele spielen wollt, guckt bitte nicht bei mir. Das bringt's nicht. Guckt beim DTM und F1. Das ist sinnvoller. Da sieht man mal, wie schräg man eigentlich schon liegt. Da sind eben welche an den Tunnel rumgehampelt. Also kleine Hintergrunddetails hat es tatsächlich. Die recht witzig sind auch noch. Da habe ich echt blöd geguckt eben bei dem UFO.
sehen, ob ich die Stelle mit dem roten Pfeil markiere. Nein, werde ich nicht tun. Mit dem roten Kringel. ja. Oh Gott. Das ist so schön herrlich stumpf. Also man hat wirklich nicht viel zu tun in dem Spiel. Die KI ist auch sehr bescheiden. Jetzt muss ich bloß die Handbremse finden. Bäh. So zuckt der Rausch halt auch ganz gerne mal komplett durch. Ist ja klar. Und wir haben den ersten gemacht. Ja. War ja eh klar, ne? Also, mein Skill, da geht nichts drüber. Gut, wir haben aber erst 6 Minuten auf der Uhr. Klärt. Jawohl. Ich gehe jetzt mal in Free-Modus. Da kann ich mir die Strecken aussuchen. Und kann euch dann mal die ganzen Züge zeigen. Nein, ein Replay brauchen wir davon jetzt nicht unbedingt. Nein! Game of Continue ist wurscht. Macht nichts. Hallo. Exit natürlich nicht Continue. Da gilt jetzt das Vorhergefahrene, nicht dieses absolut schwere. Das werde ich dann privat nochmal selber machen müssen. Das frisst mich schon ein bisschen an. Ja. Nein. Wir machen jetzt einfach mal Free. Jawohl. Wir nehmen eine Subway Stage. Jetzt kommt die Zugauswahl. Das ist. Wir gehen natürlich bei alle rein. New Yorker Zug, Chicago, Kanada. Ihr seht unten die Werte. Turn ist natürlich gutes Kurvenverhalten. Hills ist, wie schlägt sich das Fahrzeug berghoch. Bremsen ist echt nicht unwichtig. Weil das braucht ihr ja nicht nur in den Kurven, sondern eben wirklich zum Schluss. Habt ihr gesehen, die anderen sind erstmal, da gibt's Gegner, die rauschen erstmal komplett gegen den Prellbock am Ende. Ich überlege, ob ich den denn mal nehme, um euch zu zeigen. Aber ich gehe trotzdem mal durch. Was haben die Entwickler mit der Farbe lila gehabt? Da gibt es schon einige Züge. Russia. Müsste ich für Lassen und nehmen. Vielleicht mache ich 3 Runden. Mal gucken. Deutschland, wie gesagt, das muss der Gorleben-Express sein. Der ist irgendwie auch cool, der Niederländer. Und die sind von Werten nicht ganz so wichtig. Also, das ist. Der Englische ist cool. Das Spiel ist nicht schwer. Absolut nicht. Indonesien. Hongkong. Thailand. China. Darum würde sich ja Laszlo natürlich auch freuen. Sowas finde ich auch cool. Aber wir nehmen tatsächlich mal. Ich nehme dann auch schon den russischen. Ich glaube, ich mache da mal so eine halbe Stunde Dienst raus. Das ist überhaupt kein Problem. Nehmen wir den russischen oder den chinesischen, muss ich mir überlegen. Aber ja, jetzt kommt erstmal San Francisco dran. Da können wir uns die Richtung aussuchen. Machen wir richtig Scheißwetter. So. Okay, ready to go. Hey, Harry Potter Züge. Das ist so geil. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nicht wieder Fehlstart hinlege. Jetzt hat's besser geklappt. Hoffentlich kartet mir nicht bloß gleich eine in die Schiene. Das mach ich zumindest gern beim Start, wenn einer ein bisschen weiter vorne liegt. Dass ich einfach sage, okay, ich kartel den gleich in die Seite. Ich nehme jetzt gerne die Außenlinie, wenn möglich. Man kann es ja leider auf der, nennen wir es mal, Karte nicht gut erkennen, was als nächstes kommt. Ob eine Links- oder eine Rechtskurve. Wenn, dann zeige ich euch die hier mal. Also Kurvenverhalten ist bei der bescheiden. Aber es ist ja eigentlich auch ein bisschen Straßenbein, ne? Oh Gott, da wird es mir duselig. Da habe ich echt Angst, wenn ich das so sehe, dass die mir kippt. So wirkt sich ganz so fatal. Das glaube ich. Das, Leute, dass die Straßenbahn von San Francisco 130 läuft. Ja, das wäre fast ein D-Rail geworden.
Ja, so sehr nicht, Leute. Das ist so stumpf. Ich muss. Und man fährt dann halt im Grand Prix einmal die Strecke rauf und einmal runter. Also, die Strecke halt immer zweimal hintereinander. Aber das wollte ich euch nicht antun. Das ist New York übrigens. Habt ihr eben die Freiheitsstatue gesehen? Sogar erkennbar mit Bohlen hier drin. Also, die anderen sehen alle New York aus, aber es ist ja wurscht. Und der Schnee wirkt sich jetzt irgendwie auch nicht so krass aus. Also, beim Fahrverhalten möge man es so nennen, merke ich jetzt nichts. Eieieiei. Warp Zulu, Mr. 9. Ja, dieser dumme Ausspruch von mir, der wird in den Racing Weeks bei L. Wird es jetzt öfter kommen? Racing Wochen bei L. So. Ich hab da noch so ein paar in der Pfanne, aber nicht bloß wirklich reinen Trash, sondern noch ein paar Sachen, die einfach ein bisschen älter sind, aber trotzdem gut. Die Glötzer! Mist! Aber viel zu fach! Batz! Jetzt braucht es natürlich ewig, ehe wir hier einen Rückwärtsgang reinkriegen. Also da haben wir jetzt echt schön verkackt. Alle könnten noch Zweiter werden. Die anderen meinen auch erstmal. Gut, zweiter Platz. Ist okay. Aber da sind wir jetzt sauber durchgerauscht, das meinte ich, aber das ist auch das. Ich weiß, da hab da gerade irgendwie nie die Bremse gefunden. Ich gehe mal ganz kurz raus. Options. Controller. Ah, ja, das ist super. Ich hätte ganz gerne gesehen, wo die Bremse ist. Nee, nicht. Probiere ich das im Spiel mal, da hole ich besser noch auf. Ich mach nochmal ein freies Rennen. 12 Minuten. Ah. Nehmen wir mal Rural Lane. Keine Ahnung, was das ist. Nee, gefällt mir nicht. Cityscape. Gefällt mir nicht. Coastline haben wir schon. Metropolis ist mir zu stadtmäßig. Nehmen wir Snowplane. Gut. Und wollen wir nicht so lange suchen. Der Maschiner. So. Ja, ist okay. Kann man machen. Gut. Nehmen wir mal Evening. Weather können wir fein lassen. So. Soll das so Indiana Jones-like sein oder was? Attacke! Braucht ein bisschen, um in die Pötte zu kommen hier, der Gute. Ey, wie du fährst rüber, ich sag's hier. Oh, die Düsen eckig. Die Musik ist auch so schön strange. So. Ah, ich hab die Handbremse gefunden. Also beim nächsten Mal läuft es besser, ich sag's euch. Jetzt bei der Zieleinfahrt haben wir keinen Stress. Aber jetzt geh ich erstmal Kitty. Attacke. Ja. Lächerliche Geschwindigkeit. Jetzt das Spiel, herrlich, Panne. Es ist so schön. Ich hab viel Kopfschmerzen von, aber nicht viel. Ich habe mir das übrigens für relativ wenig Geld jetzt, ich spiele es gar nicht auf der PS2, ich habe mir das nochmal zusätzlich runtergeladen. Ich habe ja tatsächlich Kosten mir noch aufgehalten. Ja. Ich habe es mir im PSN Store, ich glaube es kostet um die 3 Euro oder sowas. Also, ja, ne. Da fragen sich wahrscheinlich ein paar da draußen, ey, wie für das Spiel oder Geld bezahlen. Ich habe ja keine Möglichkeit, vernünftig in eigenermaßen vernünftiger Bildqualität meine PS2 abzugreifen. Geht ja derzeit noch nicht.
Oh, der ist aber nah hinten dran. Mann. Ich glaube, jetzt um den von den Gleisen zu schubsen, wenn der noch weiter rankommt. Wie zweiter? Na, warte mal. Boah, der ging ja weich zu weit nach drüben aus. Also. Oh ja, der ist wahrscheinlich besser so im Hügel fahren. Boah, das war der Arsch. Aber da war der, wenn es um die Bremse geht, dann nachher im Ziel. Oder, ja, spätestens da kriege ich die Karre jetzt wahrscheinlich volle Pulle geradeaus. Na, diese Kurven kannst du nicht, ne? Da kackst du ab, du Eimer. Ja, ich trittle auf die Bremse, Leute. Kein Stress, alles gut. Ja, so muss er. 1A geparkter Teil. China ist erste. Oh Gott. Okay, Leute, jetzt lasse ich euch noch ein bisschen alleine mit dem Dings. Können wir ja mal machen, eigentlich. Kann ja nur ein bisschen dazu labern, das ist ja. Ich glaube, da sind sogar automatische Kamerawechsel mit drin. Ich weiß gerade gar nicht. Könnt ihr das mal in wahrer Pracht sehen? Gucken, ah ja. Und dieses Geschwindigkeitsgefühl. Weil ich finde schon Wahnsinn, dass eben die San Francisco Straßenbahn da halt mal eben mit 130 Klamotten lang gemetert ist. Also glaube ich nicht, dass das Ding so viel fährt. Vielleicht so ein Hügel in San Francisco runter. Der Fuchs ist auch hart. Also so kleine Details, die sind echt, die haben was für sich. Die Musik ist gerade schön spacig. Ich lasse euch das noch drin. Ich gehe hier gerade ab wie Schnitzel. Ja. Schön 90s Dancefloor-Mucke. Ich hoffe bloß, dass ich deswegen keinen Claim kriege. Also wegen Sondermucke, denn noch einen Claim zu kriegen, muss ich nie haben. Oh, da kommt's aus dem Nebel. Ja, die Weitsicht in dem Spiel ist auch natürlich der totale Burner. Aber Leute, es macht Gaudi. Es ist... Vielleicht ist, wenn ihr das seht, ist das nicht vorstellbar, aber das ist ein bisschen das Earth Defense Force unter dem Rennspiel. Sieht shitty aus, hat ein total strange's Konzept, ist plump und simpel von Steuerung und Machart, macht aber Gaudi. Finde ich gut, das ist gut mal zu sehen, wie die da rumrumpeln, wenn die Weichen benutzen. Herrlich. Jetzt hat er mich kassiert. War wahrscheinlich im Windschatten drin. Herrlich. Ey, das könnte das Eduard Laser-Theme sein. Könnte Eduard Laser von Game One bzw. Rocket Beans. Cooler Typ, cooler Typ. Die Figur, das ist so abstrus, wie der einfach nur dasteht. Man macht nichts, aber steht einfach nur da und guckt doof. Einfach bloß ein Pappaufsteller könnte das sein. Oh Mann. Ein schönes Spiel. Und jetzt sind wir schon im Ziel. Jo. Ja, das ging ja. Ne? Knapp 20 Minuten auf der Uhr. Okay, damit verabschiede ich mich denn auch und sag... Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge Racing-Wochen oder Rennwochen bei Els wieder mit dabei. Ich sage an dieser Stelle, ciao, macht's gut.